Kaum zu glauben, aber wahr. Dieses Spiel kommt tatsächlich noch auf meinem Kanal. Mensch. Und ich will ehrlich sein, ja, ich hätte es im Endeffekt jetzt auch nicht so erwartet. Aber trotzdem, willkommen zurück zu Earthbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lange nicht mehr gesagt, diesen Satz. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon kurze Zeit darüber nachgedacht, das Projekt eben zu pausieren. Dass ich ganz entspannt leveln kann. Aber nö. Also ich habe es jetzt ja auch im Prinzip pausiert. Ich habe das immer so gemacht. Ich habe mir ein Safe State gemacht. Und wenn die Level-Ups scheiße waren, und das waren teilweise richtig viele Müll-Level-Ups, die wir bekommen haben, dann habe ich einfach wieder den Safe State zurückgemacht, dass wir auch nicht zu viele Level bekommen, aber dass wir gute Level bekommen. Und dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass es jetzt klappt. Wir werden auch jeden Gegner mitnehmen. Ach, Mensch. Ich weiß natürlich noch, was wir so alles geschafft haben. Aber trotzdem, es ist halt schon wieder ein bisschen, na, ich sag mal, ungewohnt, dieses Spiel zu spielen. Auf jeden Fall wird der jetzt mal reell auf die Fresse kriegen. Ich glaube, hierfür sollten ganz normale Faustangriffe ausreichen. Außer Poe vermisst, genau. Ja, geil. Also startet es doch mal schon mal direkt gut, oder? Was wollte ich da gerade sagen? So startet es doch schon mal direkt gut. So, jetzt habe ich es. So, das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Aber naja, wir haben ja die Revitalization. Wir haben den Automaten. Genau. Der uns wieder zum Leben erweckt oder ganz normal macht, also nicht diamantisiert. Den haben wir ja relativ in der Nähe, aber das gibt erstmal hier eine richtig. Ja, da kommen alle drei. Geil. Ja, okay, gut. Okay. Der Mighty Bear. Der Mighty Bear 7. Und der Cave Boy. Ja, die machen nicht so viel Schaden. Außer er. Hätte ich mal nichts gesagt. Na komm, jetzt können wir aber auch schön die guten Psi-Angriffe machen. Wir heilen uns ja eh gleich wieder auf. Swange Club. Er schwingt einfach mit seiner Keule, ey. Das macht gut Schaden. Vor allem Freeze macht gut Schaden. Das ist seltsam, weil das ist ja eigentlich ein Bär. Und der ist Kälte doch, sollte man meinen, gewohnt, oder? Würde ich jetzt sagen. Sah dann, wie viel hält dieser Höhlenmensch aus? Ja, Earthbound hat's alle. Höhlenmenschen, Bären, UFOs. Den ganzen Kram. Ja, wie schnell das einfach ging. Das ist so die Sache, wenn die dich diamantisieren. Da hast du einfach auch keine Chance. Das kannst du nicht abwehren. Ich glaube, das ist auch so eine Attacke, die trifft immer. Das ist halt die blöde Sache an der Geschichte. Gut. Ich kann euch ja mal meine Stats zeigen. Also, das ist Level 62 jetzt. Ja, gut, die HP und die PP könnt ihr ja sehen. Aber die Offensive, ja, es ist schon alles recht gut gestiegen. Bei Paula auch. Ja, bei Jeff, na ja, gut. Und Poe ist natürlich auch ein bisschen stärker geworden. Wie viel wir noch brauchen, bis wir ins nächste Level kommen. Ness ist sogar der mit am nächsten dran ist. Level 63. Und es reicht einfach nicht aus. Also glaube ich einfach mal. Ich will es natürlich nochmal versuchen, aber dieser Starman, der ist einfach. Da sitzt schon Cartoon hinter. Der kann wohl was. Aber ich denke mal, wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte, dass ich meine PP ein bisschen beisammen halte, dass ich auch heilen kann, dann dürfte das generell eigentlich gar nicht mal so das Problem darstellen, das endlich mal zu schaffen. Das hoffe ich zumindest. Also so die graue Theorie. Aber im Endeffekt bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als abzuwarten. Genauso. Also euch nicht genauso wenig wie mir. Ich hoffe einfach nur, dass es klappt. Es wäre sehr ärgerlich, wenn wir jetzt schon wieder sterben würden. Weil dann wüsste ich ja, okay, musst weiter leveln. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber, naja. Ich will auf jeden Fall nicht, dass es nochmal so vorkommt, dass man so lange auf dieses Spiel warten muss. Das will ich nicht, dass das nochmal vorkommt.
Das liegt natürlich ganz bei mir, ob das nochmal passiert oder nicht. Da kann ich ja keinem anderen irgendwie die Schuld für geben. Das ist ja absolut nur meine Verantwortung. Aber naja. Boah. Der macht schon gut Schaden. Sehr schön. Bevor er irgendjemanden zum Diamanten machen konnte, haben wir ihn besiegt. Und kriegen sogar reell Erfahrungspunkte. Schön. Ah, komm, den machen wir auch noch fertig. Sogar mit grünem Wirbel. Herrlich. So, dann wollen wir einfach mal hoffen, dass der uns jetzt nicht irgendwie allzu stark zusetzt. Machen dasselbe wie gerade. Nur diesmal können wir ja wieder Psy-Freeze machen. Denke mal, da reicht auch Gamma, aber ich will trotzdem Omega machen. So, was macht Jeff? Ja, oder schießen. Und Poe kann auch bashen. Ich denke mal, dass das so wie... Oh, damit habe ich jetzt allerdings nicht gerechnet. Das ist jetzt scheiße. Das macht ja gar nicht mal so viel Schaden. Und das hat ihn natürlich auch nicht getötet. Warum auch? Nee, warte, warte. Paula soll wieder Feuer machen. Das ist effektiv gegen ihn. Ja, Jeff kann ja nichts anderes als schießen. Und Poe, ja komm. Jupp. Perfekt. Ohne als Diamant rauszukommen. Aber gibt natürlich auch nicht so viele Erfahrungspunkte. So, Poe ist Level 46. Oh Baby, Offensive 3, Defensive 1, Maximum HP 2, Maximum PP 2 und Poe lernt die Kraft von Life Up Gamma. Erstmal überlegen, was ist das jetzt für eine Zahl? Ne, für ein Buchstabe. Oh, der Starman, ja gut, das sollte kein Thema sein, der kann ja nix. Zumal wir die Initiative ja jetzt auch auf unserer Seite haben. Also machen wir hier ein bisschen auf Sparflamme. Ja, komm, das reicht dicke. Wenn ich jetzt so ein paar Bomben dabei hätte für den Endgegner, das wäre schon sehr gut. Aber ich glaube... Ah, die habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Und kaufen ist so eine Sache, weil ich will eigentlich nicht so viel Geld dafür ausgeben. Kann aber natürlich auch gut sein, dass wir das als einzige richtige Möglichkeit noch wahrnehmen können, weil der hat ja so ein Schild. Warte mal, ich muss meinen kleinen Inventar-Check machen. So, wir haben... Ja, okay, das bringt schon mal gar nichts. Das auch nicht. Ja, okay, scheiße. Gut, das bringt uns allen nichts. Leider nichts dabei, was uns irgendwie helfen könnte. Aber das war ja auch klar. Wenn ich mal was brauche. So, aber der kriegt jetzt... Ja, komm. Komm, bevor der hier irgendwie Faxen macht. Ich mache hier keine Experimente. Aber man muss es auch schon so ein bisschen im Rahmen halten. Warte mal, was habe ich da jetzt gerade angewählt? Ja, so, das ist richtig so. Dann Jeff schießen. Bleibt ja, wie gesagt, nichts anderes übrig. Warum kann Poe eigentlich kein Psy-Fire? Weil das bringt mir jetzt so nichts weiter. Soll ich mal Thunder probieren? Nein, 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 das machen wir nicht. Wir hoffen einfach mal, dass es klappt. Das macht schon mal gut Schaden. Das gefällt mir. Gut. Ja, wie gesagt, ne, Freeze bringt bei ihm halt absolut nichts. Muss man einfach mal so sagen. Oh Gott sei Dank, ich dachte, jetzt kommen sie diese Scheißattacke. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg jetzt nochmal zurückzulaufen. Das wäre sehr nervig. Oh, da gibt es nochmal ein paar schöne Erfahrungspunkte. Ein paar fehlen noch. Dann sind Ness und Paula schon wieder ein kleines Level up. Und ich hoffe, das ist gut. Hier gehe ich jetzt galant dran. Nein. Dann doch lieber der Starman. Schade, ich dachte, es kommt wieder mit schönen grünen Kringel, dass ich die Initiative habe. Aber leider nicht. Ey, wir verlieren hier so viel PP, das ist Wahnsinn. Aber wir haben ja noch ein Psy-Karamell. Wir können auch so ein bisschen versuchen, mit dem Psy-Sucker
könnten wir auch versuchen, uns nochmal ein paar Psi-Punkte zu ergattern. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal die schlechteste Sache. Aber wir versuchen jetzt erstmal hier so weit durchzukommen. Ich werde dann auch ein Safe-State machen. Ganz ehrlich, weil vollkommen egal, ob da jemand sagt, voll noobig. Ja, das mag sein. Ja, ist es auch. Aber es ist doch im Endeffekt besser, als wenn ich immer wieder diesen selben Weg zurücklaufen muss. Und deswegen mache ich das so. Oh, ja, so ein Schmetterling, den nehme ich mir. Das ist so das Beste, was uns hier passieren kann, auf jeden Fall. Ja, es macht zwar nicht viel, aber es ist wenigstens etwas. Ja, komm, hier, ich will ja auch Level-Ups haben. Das heißt, der muss jetzt einfach dran glauben. So einfach ist das. Schön wieder mit Feuerattacken. Jeff schießt und Poe, ja. Ach ja, Mirrorn können wir ja auch. Stimmt. Was brachte das nochmal? Bin ich mir jetzt gerade absolut nicht sicher. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob. Also ich weiß natürlich, man kann sich's herleiten, was diese Attacke macht. Aber ich weiß nicht, ob das nur für Psi-Attacken oder auch für ganz normale Faustangriffe gilt. Ach, wenigstens nur Psi-Freeze. Oh. Okay, das ist jetzt denkbar ungünstig. Das ist generell dann doch eher schön, wenn wir auch mal einen Smash-Angriff machen. Mann, Jeff, jetzt nippelt mir hier nicht ab. Ich meine, er ist auch der, der im Kampf nicht so viel ausrichten kann. Müssen wir ganz ehrlich sein. Aber trotzdem, ich möchte ihn ungern sterben lassen. Und das war übrigens das, was ich meinte mit scheiß Level-Ups. Das hatte ich so oft, ne? Und das ist irgendwann, ist es auch einfach nicht mehr schön. Warum übertreiben die jetzt so? So, noch wieder einen schönen Schmetterling einsammeln. Ich könnte mich rein theoretisch, könnte mich hier wieder komplett aufheilen. Soll ich das mal machen? Ich meine, warum nicht? Einfach so ein bisschen hin und her laufen. Dann müsste das klappen. So, jetzt zum Beispiel sollte er schon wieder da sein. Ist er aber nicht. Ich glaube, das mache ich. Weil es ist ja auch nicht dumm. Oh Gott, das hingegen wäre jetzt allerdings schon dumm. Da komme ich mit plus minus null raus. Wahrscheinlich mache ich sogar noch ein Minus an PP. Aber das hingegen, das ist jetzt sehr schön. So. Das muss ich jetzt nur noch ein paar Mal machen, dann bin ich wieder komplett aufgeheilt. Dafür gibt es die Dinger ja auch extra. Warum ins Spiel einbauen, wenn man sie nicht nutzt, ne? So, jetzt muss ich halt einfach nur höllisch aufpassen. Die Stats sehen soweit echt gut aus. So, das ist direkt der nächste. Dann bin ich auch, glaube ich, gleich schon wieder voll geheilt, oder? Und viele Gegner habe ich nicht besiegt. Wir bekommen immer 20. Ja, Ness ist zum Beispiel wieder voll. Ein Blick auf die Stats wird es uns nochmal verraten. Ja, bis auf Paula sind eigentlich soweit alle voll. Oh, das reicht mir aber auch aus. Also, mehr verlange ich gar nicht. Ja, da möchte ich jetzt ungern, nein. Ungern gegen kämpfen. Aber großartig rausposaunen. Ja, Mann, ich will richtig Level-Ups haben. Dann mach das doch. Dann kämpf doch mal gegen jeden Gegner. Wie wär's denn damit? Ja, komm, auf den Starman habe ich jetzt gerade Lust. Den machen wir fertig. Zumal wir jetzt auch wieder die Initiative haben. Aber wir machen hier ein bisschen Sparflamme, wie gesagt. Wir wollen es ja auch nicht gleich übertreiben, ne? Ja, komm hier, ne? Es geht schon wieder los. Mit den geilen Psi-Angriffen. Es macht so viel Schaden, das ist herrlich. Und es kostet so wenig. Aber tatsächlich müssen wir alle drei Psi-Attacken durchführen, damit der drauf geht. Also die halten schon einiges aus. Und das sollte jetzt das Level-Up für Paula sein. Jawohl, 55, Offensive 1, Guts 1, Glück 1, Maximum HP 2 und Maximum PP 2. Und Jeff ist Level 51, Offensive 2, Speed 2, IQ 1, Glück 1, Maximum HP 3. Ja, ne? Ihr merkt es ja. Aber war auch, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass ich so gelevelt habe, wie ich eben gelevelt habe. Aber ich bin den falschen Weg gelaufen. Oder? Nee. Oh, das ist jetzt doch eher schlecht. Kacke. Ja, wir haben aber eh nur noch 5 Minuten, glaube ich. Okay, hier. Psi-Magnet kannst du gerne machen.
Sehe ich jetzt generell als kein großes Problem, vor allem wenn er es bei Jeff macht, der sowieso keine PP hat. Kann man machen, ist eine verschenkte Attacke, kann man aber trotzdem machen. Bin ich sogar eher dankbar drum, besser als wenn er zuschlagen würde. So. Aber ja gut, der Beam. Warum immer auf Jeff? Warum auf den Schwächsten? Das kann doch nicht sein. Mann. Ich sollte mal vielleicht einen Gedanken dran verschwenden, ihn zu heilen, oder? Wäre jetzt nicht das Schlechteste. Will ich aber ungern mit PP machen. Deswegen hole ich erstmal ein paar Guts raus. Was habe ich denn so Schönes? Hier schon mal nichts. Oh, eine Banane. Die könnte Jeff essen. I. Warum das Salzpaket? Das habe ich nicht mal ausgewählt. Das muss man jetzt nicht verstehen. Ja, komm hier, ein Cup of Coffee. Dann wird Jeff auch mal ein bisschen wach. Ja, gut, mach. Warum gehe ich immer auf Psi? Das ist so Routine. Oh, der Casey Bat. Den kann Ness ausrüsten. Aber erstmal trinkst du den Fruchtsaft. Es bringt halt so wenig, ne? So, aber jetzt kommen wir, glaube ich, schon. Hungry HP Sucker. Das probieren wir. Warte mal. Help. Items for Jeff. Das passt schon mal. Ach so. Ah. Das ist geil. Das ist echt geil. Den werde ich sowas von benutzen. Deswegen sollte Jeff mir auch nicht unbedingt abnippeln. Das wäre nicht so eine optimale Sache. Oh, guck hier, jawohl, jetzt kann es auch weitergehen. Oh mein Gott. Ist das denn ernst? Wollen die nicht, dass ich weiterkomme? Ja gut, nein, natürlich wollen sie nicht, dass ich weiterkomme. Och nee, bitte. Kann ich nicht einfach wegrennen? Ja, okay, das kann er gerne machen. Ich versuch's nochmal. Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen. Ja, das. Solange er das immer weitermacht, ist das cool. Aber ich will wegrennen. Ja, Gott sei Dank. Weil ich habe auf den einfach keine Lust. Ganz ehrlich, das sage ich so, wie es ist. Das ist ein so dermaßen beschissener Gegner. Ja, geil. Nein, komm, da bin ich weg. Gott sei Dank, jetzt klappt's. Weil den, selbst wenn wir ihn besiegen, kriegt das halt noch hin, uns mega Schaden zu machen. Das ist halt so eine Sache, die ich vermeiden möchte. Warum jetzt die ganze Zeit der? Mir wäre dieser scheiß Mook ein bisschen lieber tatsächlich. Oh oh. Ich glaube, solange wir ihn nicht angreifen, macht er auch nichts. Glaube ich. Nice. Ja, mach das ruhig immer weiter. Alles cool. Kein Problem. Ja. Schön. Ich glaube, beim dritten Mal klappt es auf jeden Fall immer. Ich meine, Level-Ups machen ist ja schön und gut, aber nicht, wenn wir dabei so einen immensen Schaden nehmen, dass wir uns quasi wieder durch die ganzen PP heilen müssen, weil Essen habe ich auch nicht so viel dabei. Das ist halt nicht so optimal. Und ich mache jetzt gleich sowas von Safe State. Das kann ich euch aber mal flüstern. Kacke. Oh, guck, so gefällt mir das. So, und bevor jetzt irgendwas passiert, File, Safe Game Position, yup. So, und natürlich wieder. Fullscreen. So. Oh, die Partzeit ist eh vorbei. Na gut. Aber das ist so ein Bild für die Götter, oder? So können wir dem Boss, glaube ich, gegenübertreten. Dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.